durch Minecraft-Basen, die 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate und 2 Jahre alt sind. Wir sind hier auf einem Grundstück von einem Spieler, der seit 2 Tagen auf OP-Soft spielt. Wir sind hier gerade auf City Build 2 übrigens. Und er hat ein ziemlich cooles kleines Haus gebaut. Sieht auf jeden Fall nice aus. Das Grundstück hier ist sage und schreibe 2 Wochen alt. Und es ist wirklich sehr viel gemacht worden. Es ist sehr viel ausgehöhlt worden bei dem Grundstück. In der Mitte steht eine schwarze Burg. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die Brücke hier ist sehr nice. Also das alles in 2 Wochen. Losty, sehr gut gemacht. Das Grundstück hier ist 2 Monate alt und es gehört ins Team. Also ist sehr modern gebaut. Hier vorne ist so eine Art Villa. Ziemlich cool eingerichtet das Ganze, muss ich sagen. Hier draußen die Statuen gefallen mir auch sehr gut. Sehr, sehr nice, Tim. Daumen nach oben dafür. Aber jetzt kommen wir zu einem Grundstück, was 2 Jahre alt ist. Wir brauchen nicht lang drum herum reden. Das Grundstück ist einfach geisteskrank. Schaut euch das hier an. Es ist so viel gebaut worden. Und wenn man das Ganze von außen anschaut, ist es noch viel, viel kranker. Das Ganze könnt ihr euch selber anschauen, indem ihr auf opeso.net joint und einfach auf citybuild2/svdom eingebt. Schaut euch das mal in-game an. Es ist einfach brutal geworden.